einen wunderschönen Buongiorno wünsche ich euch, ihr Freunde der leichten Unterhaltung, euer Tomcat hier. Und heute machen wir eine kleine Reise zu einem Zweck, die auch in einem Kommentar vorkam, eine Bitte. Es geht um E-Motorräder. Man glaubt es kaum. Ja, ich fahre heute zum Zweirad-Shop, Honda Zweirad-Shop Zitulla in Berlin, im Tempelhofer Weg 3, um dort eine Zero zu testen. Zero ist ein Elektrobike, das sich im E-Motorradbereich schon so ein bisschen einen Namen gemacht hat. Ja, und das testen wir. Und ich würde sagen, ich fahre da jetzt hin. Ihr guckt euch das Intro an und bis dahin sind wir dann auch schon da. Also dranbleiben. So, da wären wir, ihr Lieben. Steht, der Eingang ist im Hof. Dann fahren wir doch mal auf den Hof. Oder wir fahren einfach mal hier so hin. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das hier so ist. Oder fahren wir doch auf dem Hof? Ich weiß gar nicht, weil das hier, ich weiß gar nicht, ob wem der Fahrplatz hier gehört. Ich stelle mich einfach mal hier hin. Ich fahre jetzt einfach mal hier so rein. Nette Motorräder stehen hier. So. Stehen wir ein bisschen geschützt. So, ja, da wären wir. Sind wir ein bisschen früh? Naja, 10 war ausgemacht. 9.45 Uhr ist es. Und ich sage einfach mal, kann trotzdem schon mal reingehen und uns ein bisschen schlau machen. Super war das da, dass mein Rucksack offen war. Naja. Gott sei Dank ist nichts rausgefallen. So. Ja, das ist es, das gute Stück. Erstmal so einen Rundumblick drumherum machen. Eine Zero FXE. Designtechnisch einer Sumo nachempfunden. Sieht eigentlich ganz nett aus, oder? Das ist gut. So, wo fahren wir denn hin? Ich kenne mich ja hier gar nicht aus. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fahren einfach mal vollkommen geräuschlos. Ich glaube es einfach nicht. Ihr müsstet mich jetzt super hören. Ich muss meinen Helm zumachen. Also das geht schon richtig gut. Oh, hier ist der Spiegel falsch eingestellt. Oh ja, die geht aber. Holla die Waldfee.
Die geht aber richtig. Leute, das glaube ich nicht. Wenn ich so einen Anzug auf der Abrea hätte, dann war ja bei. Das geht ja richtig gut. Warte mal, ich muss mal hier mein Helm wischen. Oh, das. Da muss man ja richtig aufpassen. Ja, und das ist nur der Eco-Mode. Leute, ich bin noch nicht. Das Ding hat noch einen Sportmodus. Also das ist ja abartig. Abartig, sage ich hier. Alter, was? Bah, das ist wirklich geil. Also, das wäre der einzige Grund, warum ich sagen würde, ich kaufe mir ein E-Bike. Also, für die Stadt ist das ideal, Leute. Das macht richtig Laune. Man muss hier auch nicht mit einem Gas spielen, den Motor am Laufen halten. Das funktioniert. Du kannst hier einfach loslassen, wartest jetzt hier, dass hier grün wird. So. Und jetzt geht das los. Das Auto mal eben so stehen gelassen. Also, das ist wirklich, was mir sehr, sehr geil gefällt an der Geschichte. Oh, Alter, geht die vor! Das gibt's doch gar nicht! Und ich habe noch nicht einen Sportmodus drin. Ach, Gottes Willen. Ich traue mich ja gar nicht. Ich traue mich gar nicht. Was macht er denn hier? Man hat sich verfahren. Aha. Cool. Ja, also man traut sich wirklich gar nicht richtig am Gashahn zu ziehen, nur fahr schon. So. Oh, der Wahnsinn. Alter, nee. Alter, nee. Das Ding geht ja ab wie die Feuerwehr. Da würde ich ja, also, nee, das ist, boah. Wie schnell man plötzlich auf 100 ist, schon fast. Ich muss mir den Spiegel einstellen, die Spiegel, die sind ein bisschen blöd. Das Ding macht richtig Laune. Also das hat mit einer 125er eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also, ich bin ja vollkommen sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich euch erzählen soll. Ich fühle das hier alles nur. Das ist wunderschön eigentlich. Oder nicht nur eigentlich, sondern es ist halt wunderschön. Dafür, dass ich kein Typ bin, der Elektromobilität mag, kann ich nur sagen, ich bin hellauf begeistert. Wir fahren jetzt mal in Richtung Autobahn, nur um das mal auszutesten. Nur so ein kleines Teilstück, dann fahren wir wieder zurück. Ich bin einfach sprachlos, Leute. Ich bin einfach sprachlos. Das Ding hat 11 kW. Und sprintet wirklich nach vorne vom Feinsten. So, jetzt ist der Sportmodus drin. Alter, nee. Nee. Alter, nee. Oh. Oh. Oh.
Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. So, und jetzt, ich weiß, hier auf der Autobahn ist auch nur 100. Oh, ey. Wie schnell ist man plötzlich hier auf 100? Also das geht sowas von vorwärts. Oh, das zieht. Einfach nur Spaß pur. Ja, wir fahren jetzt hier gleich Tempelhofer Damm wieder ab. Und dann müssen wir uns mal eine Stelle suchen, wo wir uns das Bike nochmal richtig angucken. Ja, Geschwindigkeit. Das Ding soll 130 laufen. Ich möchte das hier gar nicht ausprobieren auf einer Sumo. Weil, ja, vielleicht hätte ich es probiert, wenn das Wetter auch dementsprechend wäre. Sprich, wenn es trocken wäre oder so. Da hat der, so ein Auto überhaupt keine Chance. Bremse, leichtes Antippen so, und die verzögert eigentlich ganz weich. Nee, ehrlich, Leute, kauft euch so ein Ding, wenn ihr das Geld dafür habt. Wenn ihr keine weiten Strecken fahren müsst, ist das ideal. Ich sag mir einfach, das ist so ein Teil. Nochmal, ich bin kein Elektromobilist. Ja? Ich hasse eigentlich Elektrofahrzeuge. Die interessieren mich eigentlich gar nicht. Und aber hier, wirklich, hier kommt man tatsächlich echt auf den Geschmack. Und ich fahre jetzt hier mal bei Lidl rauf, auf den Lidl-Parkplatz. Und dann stellen wir uns hier gleich in die Sonne. So, und dann mache ich erstmal ein Bild. Wir sehen uns gleich.
auf das Display. Also ihr habt hier einen Mode-Schalter. Mit diesem Mode-Schalter schaltet ihr die einzelnen Modis durch. Hier seht ihr gerade den Eco-Mode. Wenn ich jetzt hier klicke, na, so, dann ist der auf Custom. Da könnt ihr euch das selber einstellen. Und nochmal gedrückt ist der also auf Sport. Und hier steht unten rechts die gefahrenen Kilometer. Links steht die Restreichweite des Akkus. So, ja, ansonsten sitzt man darauf eigentlich sehr bequem. Auch ich finde es sehr bequem. Ist halt Supermoto-Style. Das ist nicht das letzte Bike, was ich als E-Bike testen werde. Mit dem größeren Führerschein werde ich eine weitere Zero testen, ein Sportmotorrad. Aber das wird dann halt im Grunde genommen erst nächstes Jahr passieren. Und ich bin geflasht, echt geflasht von diesem Ding. Das Ding macht super Laune. Ich habe also wirklich richtig, richtig Spaß. Und ich habe auch Angst, jetzt wieder zurückzufahren, das Ding da wieder abzustellen, weil ich könnte mir vorstellen, vielleicht kommt die Frage, na, wie hat es dir gefallen? Und ich muss ehrlich eingestehen, es hat mir gefallen. So, dann fahren wir noch mal eine Runde. Ich habe ja eigentlich noch, also ich darf das Ding 1,5 Stunden behalten. Und ja, ich möchte zumindest noch so ein bisschen durch die Gegend fahren damit. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also, wie gesagt, ich bin geflasht. Ganz einfach, ich weiß nicht, was ich euch da so zu sagen hätte. Ich kann jetzt mit technischen Details noch um mich werfen. Die kann ich euch dann in die Beschreibung dann noch mit reinstellen und auch einblenden. Das mache ich auch gerne. Aber vom Fahrkomfort, von der Leistung, also von der Leistung brauchen wir gar nicht reden, das ist abnormal. Das ist wirklich abnormal und das Ding könnt ihr mit einem B196 und A1 Führerschein fahren. Und wenn man sich das überlegt, was man dafür eine Beschleunigung hat, Freunde, dann, ich kann nur froh sein, dass es jetzt nicht mehr regnet und die Sonne so schön herrlich scheint. Ja, ist ein bisschen schmutzanfällig, das Teil. Ja, man sieht es dann halt, das spritzt dann hier so ein bisschen hoch alles und so. Und man, also es ist ein Bike, was man öfters mal putzen muss, gerade wenn das so schlechtes Wetter war. Trotz alledem, das, Alter, ich, warte mal, lass mich mal, ach ja, also dieser Ständer ist auch ein Riesenteil, muss ich sagen. Das ist ein Riesenteil. So, jetzt macht man nämlich Folgendes, man schaltet das Ding ein. Den hier, das ist ja eigentlich früher der Motorstopper gewesen, also das heißt, wenn ich Motorstopp gemacht habe, das ist ja immer noch. Den legt man um und erst dann kann man wirklich losfahren und erst wenn der Ständer eingefahren ist. Wir haben hier den Blinker mit Warnblinkanlage, das heißt, wir haben hier eine Warnblinkanlage. Wir haben hier den Fernlichtschalter, ja, der wird nach vorne oder nach hinten gezogen, so, und man hat hier eine Lichthupe. Hier hat man die normale Hupe, wie gesagt, und der Blinker ist hier eigentlich ganz normal wie bei normalen Motorrädern. Was hier halt im Grunde fehlt, ist eine Kupplung. Ja, die Spiegel. Hier fehlen Supermotorspiegel. Ja, die sind so, weiß ich nicht, man sitzt da so drauf und guckt immer. Ich versuche immer auch irgendwie was in den Dingern zu sehen, aber das lässt sich hier nicht wirklich machen. Aber gut, das ist ja auch nicht jetzt nicht mein Motorrad, sondern dieser Handgriff,
immer hier so, ich suche die Kupplung. Es gibt ja keine. So, und das ist schon richtig gut. Also wir fahren noch mal ein bisschen durch die Gegend, solange es trocken ist. Und jetzt rollen wir hier einfach mal los. Ja, das ist einfach losrollen. Du kannst diese Geschwindigkeit auch sehr bequem dosieren. Also ist nicht wie beim Benzinmotor, wo du dann doch mal so feststellst, dass du sehr, sehr schnell unterwegs bist. Du kannst sehr schnell unterwegs sein, aber du musst es halt nicht. So, gucken wir mal. Alles frei. Da vor mir, auch ist ein E-Roller. Aber ich denke, das sind nur 50 Kubik. Jedenfalls nicht denke, sondern das ist so. Ja, Freunde der leichten Unterhaltung. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich bringe das Ding jetzt wieder zurück. Kann ich nur empfehlen, Zero. Schaut euch mal so ein bisschen um im Internet. Da gibt es bestimmt eine Webseite für. Und ansonsten, wer aus Berlin kommt, dem kann ich das Ding hier auch mal beruhigt empfehlen, Probe zu fahren bei hier, bei Honda Zweiradshop Citula. Jetzt habe ich hier gerade ein Bike neben mir. Ich würde das ja gerne mal ausprobieren. Oder hinter mir. Ich würde das so gerne mal ausprobieren, was jetzt passiert. Wahnsinn! Echt! Ich habe noch nie so was Geiles gefahren. Noch nie. Ja, ihr Freunde der leichten Unterhaltung. Das war nur, sag ich mal, 11 kW. Und da gibt es halt noch größere Dinger wie die DS zum Beispiel, die soll bis zu umgerechnet 30 PS haben, ist auch ebenfalls mit dem A1 und einem B196 fahrbar. Die geht also wohl noch mehr ab. Ich sag's noch mal, schaut gerne rein beim Zweiradshop, Honda Zweiradshop Citula in Berlin, Tempelhofer Weg. Da könnt ihr euch das Bike auch mal zur Probefahrt ausleihen. Preislich liegen wir da bei 12.000 Euro. Das ist natürlich ein ganz schöner Schuh. Kann sich denn wahrscheinlich nicht so jeder leisten. Aber in naher Zukunft, wenn es denn
wenn die Akkus vielleicht billiger werden und so weiter und die Konkurrenz größer. Dann wird wahrscheinlich auch so ein Motorrad nicht mehr allzu viele kosten. Mir hat das Bike auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und sollte ich tatsächlich in die Verlegenheit kommen, mal so viel Geld übrig zu haben, dann werde ich mir das Teil gönnen. Und zwar nicht aus der Prämisse heraus, dass ich Geräte einen Gefallen tun möchte, sondern weil mir das Ding wirklich tatsächlich Spaß gemacht hat. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch dieses Video sehr gefallen hat. Nämlich genauso sehr, wie mir die Zero gefallen hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Ein Däumchen nach oben wäre ein Träumchen. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen mit E-Bikes hattet oder habt. Wie ihr darüber denkt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn es kann ja mal sein, dass ich dann im nächsten Jahr auf jeden Fall weitere E-Bikes für euch teste. Bei E-Bike hört sich immer so an, als wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs wäre, was mir beim Treten hilft. Also hier muss man tatsächlich wirklich sagen, E-Motorrad. In diesem Sinne, euer Tomcat ist raus. Ciao mit Au und schön mit Ö.